Hallo zusammen, ich begrüße euch wieder einmal ganz herzlich zu einer neuen Runde Survival Games mit Minecraft. Wieder mit dabei die Xyre. Hallo. Und der Nordisch. Jo, ein Dach. Ja, Schlossbau im Gange. Hundezäun, Hundekäfig für Noble steht auch. Ach, den Hund soll. Ja, für Noble. Ja, weißt du, wir wohnen so ein Bruchsteinhaus und die Hunde kriegen so ein schön geziegeltes Käfigdingens. Ja. Okay. Da wissen wir schon mal, wo wir nachher unser TNT reinstellen. Genau. Richtig. Also, aber sehe ich das richtig, dass wir unseren Garten denn noch umbauen müssen, damit du hier ein bisschen mehr Platz hast? Wieso? Weil mir schießt gerade noch so ein, was ja natürlich auch noch ganz geil wäre, wenn man hier so einen kleinen Zaun vorbauen würde, wo man sie dann herauslassen kann, dass sie noch ein bisschen Bewegung haben. Verstehst? Das ist kein Vieh. Nein, aber doch. Du weißt doch, so abends dann eingesperrt und dann tagsüber, damit sie ein bisschen Auslauf haben, so einen Zaun rum. Ups. Also, ich hab die da jetzt mühsam reingeschoben, aber für die Optik, klar, kann man das machen, ja. Das meinte ich doch. Na egal, okay. Ich dachte, du baust den jetzt um. Lass doch erstmal jetzt zu Ende wachsen hier. So, ich gucke jetzt erstmal, was ich hier für Wolle kriege, wie viele weiße Schäfchen wir hier jetzt haben. Ja, mach das mal. Nordisch, wir brauchen jetzt wieder Material, sehe ich das richtig? Ja, das ist so richtig. Gut, dann werde ich mich in die Tiefe begeben, Stein abbauen und vielleicht finde ich auch noch irgendwas anderes Schickes. Du und du. Ihr ergibt ein weißes Schaf. Du und du und du. Holz da. Gut, dann. Ihr Bastarde hier, vermehrt euch nicht. Schere euch, aber ihr werdet euch nicht vermehren. Oh mein Gott. Habt ihr eigentlich gesehen, dass ich Tränken mit in die Gehege gebaut habe? Nein. Nee. Ihr habt keine Liebe zum Detail. Dann haben wir schon Hühner, sag mal. Keine Liebe zum Detail, weiß ich. Wir haben ein. Wir haben zwei Hühner. Ich fütter die mal. Drei Hühner haben wir sogar. Huch, oh Gott, ich hab ein Küken mit dem Ei geschlagen. Was hat es gesagt? Wahrscheinlich nix. Es hat geschrien. Vor Schmerz. Weißt du doch gar nicht. Vielleicht hat es ihm auch gefallen. Vielleicht ist ein SM-Hühnchen oder so. SM-Hühnchen, das ist natürlich auch gut. So, ich schlachte hier jetzt mal ein paar Kühe, damit ich an Bücher komme. Hey, hey, hey! Oh nein, jetzt haben wir da wieder gleich die ganzen grauen Mistviecher. Ach, nein. Man lass sie es doch treiben, wenn sie es wollen. Oh, was wollt ihr damit? Können wir das gebrauchen? Außerdem kannst du graue Wolle auch umfärben. Ja, hast du weiße Blumen schon hier irgendwo gefunden? Gleich um die Ecke. Dann sammel die mal bitte. Wenn ich sie finde, mache ich das. Also hast du sie noch nicht gefunden? Ah ja, Probleme. Vertrau mir, die sind nicht weit weg. Vertrauen ist auch so ein Wort. So. So, wollen wir noch ein paar Picken bauen. Wo ist denn jetzt das Steak hin? Ach, da. Ja, mal gucken, ob wir daraus schon Bücher bekommen. Hab ich da jetzt Zuckerrohr? Da. Ich glaube, wir hatten schon ein bisschen Papier, ne? Achso. Oh, da müsste ich jetzt lügen. Ah, nee, dann lass es mal. Standard, Standard. Oh. Reiß dich zu... Ach, scheiße, Fackeln brauchen wir noch. Und ich reiß dich zu... Reiß dich zusammen, mein Freund. Es gibt hier zu viele Kisten. Ich hatte hier irgendwo noch zwei Diamanten. Also, ich habe keine genommen. Hochenheilig versprochen. Das haben sie alle. Also wir haben dreimal Papier. So. Kein Zuckerrohr. Zuckerrohr habe ich schon. Jetzt bräuchte ich natürlich wieder Kohle, die ich oben gelassen habe. Oh. Das ist natürlich wieder Bombe. Papier. Wir müssen erstmal gucken, wie das hier war.
Ich glaube so und in die Mitte Papier. Nein, natürlich nicht, sondern genau andersrum. Ups. Scheiße. Umso besser, Papier können wir nämlich besser herstellen. Haben wir denn schon so viel Zuckerrohr, oder? Ja. Ah, durch Arbeit hier. So. Und jetzt war das so, ich muss mal gucken. Und so. Und so? Nee. Oh Mist, wie war denn jetzt... Ach so, ich glaube... So, jetzt habe ich einmal Obsidian zu wenig mitgenommen. Mache ich das halt nebenan? Ja, wie konnte ich nur? Muss ich erstmal meine eigene Strip-Mining-Höhle wieder erforschen, damit ich weiß, wo ich überhaupt stehen geblieben bin. Naja. Da haben wir noch Eisen. So. Und so. Und... Ha! Ein Zaubertisch! Oh! Erfolg, Erfolg! Den stell ich mal in mein Farmhaus. Oh, ich hab so viel, was ich verzaubern kann. Ich fang mal an mit meinem Schwert. Ich glaube, dann werde ich auch gleich mal einmal zu dir kommen. So, warte mal, man konnte ja auch, glaube ich, die Bücher verzaubern, ne? Dann kann man nämlich vorher sehen, was man sich raufzaubert. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wie? Was? Wo? Du kannst dir Bücher machen. Mhm. Und wenn du die dann reinlegst und verzauberst, dann wird dir auf dem Buch angezeigt, was für ein Zauber das ist. Aha, und ich gut zu wissen. Ich glaube, auf der Werkbank, das sollte ich gleich mal ausprobieren. Auf der Werkbank kannst du das dann nämlich, glaube ich, dann mit dem jeweiligen Gegenstand zusammen machen oder auch nicht. Funktioniert. Da muss ich nochmal gucken, wie das funktionierte. Das heißt, ich werde das jetzt erstmal so weitermachen. Meine Brust. Und ja. Mein Helm werde ich verzaubern. Meine Brust. Feuerschutz. Feuerschutz ist gut. Und mein Helm. Schusssicher. Auch sehr schön. Das Kleine kriegt bestimmt auch noch auf meine Hose. Haltbarkeit. Auch sehr schön. Sehe ich gut aus. So, das hier erstmal alles ein bisschen loswerden. Nordisch, alles okay bei dir? Wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Ups. Brauchen ein bisschen Licht hier, ne? Ich glaube, das ist ja auch noch gar nicht so, ne? Nee, da fehlt noch. Ha, fertig. So, jetzt kommt das zweite Häuschen und zwar für die Pferde mit Stall und so. Und so. Und so. Und genau so. Eichenholz. Aber dafür brauche ich noch ganz, ganz viel weiße Wolle. Olle. So, wir werden auch mal wieder Stein fahren. Es wird schon wieder dunkel. Oh, Manu. Oh, jetzt habe ich natürlich mein Bett wieder nicht dabei. Manu. So. Wo? Ich muss erstmal ein bisschen Erde. Noch gar nicht dunkel. Nee, ich hab doch gesagt, es wird schon wieder dunkel. Nee, das ist Kies. Verdammt. Na, nun geh kaputt da oben. Sau, du.
Wir haben nur 17 mal Erde. Da stimmt doch was nicht. Da stimmt was nicht. Normalerweise können wir uns doch mit Erde totschmeißen. Machen wir aber nicht. Da, Erde. Mehr Erde. Sagt ihr Bescheid, wenn ihr im Bett liegt? Genau wie ich. Ich auch. Ich lieg. Ich lieg. Kuhschubser, Verzauberer. Er steht da. Was ist denn jetzt? Manu, also. Geh doch los. Manu. Ja. Wieso ist ein Wolf hier draußen? Achso, der Welpe ist groß geworden. Na ja, gut, dann bleibst du jetzt in meinen Augen draußen sitzen. Ach doch. Oh. Ach tja. Weiter geht's. So finde ich eigentlich keine Kohle. Warum ist das ist recht überraschend, wenn du wirklich keine Kohle finden solltest. Ich finde echt keine Kohle. Vielleicht bin ich zu tief oder so, keine Ahnung. Ich hab schon wieder nichts zu beißen, ich muss erstmal runterkommen. Das Haus nimmt schon Form an, ja, das ist schon okay so. Los. Schloss, Burg, Festung, Villa. Ja, es ist kein Haus. Aber eine doch. Aber eine doch. Ja, doch, doch, doch. Was war hier noch? Kies? Löwenzahn. Achso, ich hab hier ja noch. Kohle. Kann ich doch mal nach oben nehmen, Kohle. Zack. Kohle. So, unser Dorf nimmt recht langsam Form an, muss ich sagen. Brauchst du jetzt... dass wir erst drei Häuser haben. Brauchtest du noch Erde jetzt, Xyra? Zurzeit hab ich noch, aber du kannst, wenn du mal runterkommst, gerne mitbringen. Ich bin schon unten, deswegen frage ich. Ach so, ja, dann leg mal bitte in die Kiste. Ach, hier spielst du rum, Bad. Mensch. Ah. Ja, ich muss doch Holz abbauen. Ja. Einer muss ja mal was Produktives tun hier. Okay, ich lock mich dann mal aus. Kann das sein, dass dir ein Hund fehlt, Zyra? Ja, der sitzt hier vorne mittendrin im Feld, weil den habe ich da als Welpen eingesperrt und der ist erwachsen geworden, deswegen sitzt er hier. Da ist Kies drin. Ah, da ist Erde. Gut, dann schmeiß ich da dazu. Erde. Noch mehr Erde. Oh, noch mehr Erde. Ich glaube, so 4 oder 5 Stacks Erde habe ich dir da reingeschmissen. Och, das sollte erstmal reichen, ja. Denk schmal. Dafür muss ich mal gucken, ob hier noch was zu essen ist. Oh, Äpfel. Oh. Nee, aber hier ist ja nichts mehr zu essen. Ernsthaft jetzt. Ich werde mal jagen gehen. Ich werde mal jetzt mal. Im Farmhaus, da ist im Ofen ganz viel Steak. Farmhaus, das ist ja das Haus da hinten. Okay. So. Ganz viel Steak. Äpfel. Im Ofen ist ganz viel Steak. Im Ofen. Achso. Ganz viel ist gut, 8 Stück. 8 nur? Die werden ja wohl erstmal reichen. Steak sättigt gut. Ich werde jagen gehen. Dann geh jagen. Das passt ja gut, die ganzen Kühe hier. Nicht? Na gut. Also,
Nee. Ach, ihr seid einfach zu unflexibel. Ich ja. So, habt jetzt davon. Oh nein! Hätte es wenigstens so tun können als auch. Ich hab's doch versucht. Ja, schlechter versucht, Schauspieler. Ganz schlechter Versuch war das. Aber in der Wüste brauche ich ja gar nicht gucken, ne? Macht ja irgendwie wenig Sinn, ne? Doch, da kannst du auch gucken. Echt? Mhm. Ja, gucken ja, aber da werde ich nichts finden. Oder? Darum ging's ja nicht. Ja, siehste? Nee, aber ich glaube, da findest du auch teilweise Tiere. Teilweise, okay. Dann suche ich woanders. Gucken. Kuchen, mach Kuchen. Mach Kuchen. Ich weiß jetzt mal nicht, warum ich den Kaktus jetzt zerprügelt habe, aber naja. daraus kannst du geile Fallen machen. Sollen ja keine geilen Fallen werden. So. Geilen Fallen? Geilen Fallen. Geile, geile Fallen. Aha. Komm ich nicht hoch. Boing, 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 boing. Ach ja, das ist mal Kohle. Das kann ich, glaube ich, auch auf dem Weg nochmal mitnehmen. Nee, das braucht ja nicht ganz so groß werden. Dann heißt es wieder, nee, schön, dass unser Haupthaus so klein ist. So gemütlich. Naja. Man kann nicht alles haben. Deswegen haben wir auch ein Schloss. Jeder so, wie er es verdient, ne? Genau. Jedem das Seine. Und mir das meiste. Nein. Doch. Nein. Ja, habt ihr denn schon eine Planung jetzt so für die nächste Folge? Weiter Schlossbau oder wollen wir mal wieder was unternehmen oder? Also ich baue hier gerade mein Häuschen und ich glaube gerade irgendwie eins zu hoch. Auch das noch? Ja. Und Alter, dann wollte ich mir erstmal ein paar Pferdchen organisieren. Mhm. Aber das kann ich auch hinten anstellen, falls du jetzt irgendwie einen größeren Plan hast. Nö. Ich frage nur, vielleicht hat jemand ja eine Idee. Nein. Weil wenn wir natürlich jetzt 5-6 Folgen nur am Bauen sind, ist natürlich auch blöd. Wir wollen ja keine 5-6 Folgen nur am Bauen sein, sondern 7 oder 8 Folgen am Bauen sein. So, das ändert natürlich alles. Naja, und ich bin in der nächsten Folge hier mit meinem Bauen fertig und dann schaue ich mal, was ich mache. Wie gesagt, dann hole ich ja erstmal die Pferdchen, dann bin ich ja auch wieder unterwegs. Mhm. Also bei mir ist eigentlich Abwechslung drin. Alles Chico, sagst du? Alles Chico. Gut, also wenn ihr professionelles Gameplay sehen wollt, geht's zu Syrer. Naja. Natürlich männliches Baustellen-Feeling, kommt zu Nordisch und zu mir. Nein. Naja, zumindest zu mir. Ja, alles klar. Alles klar, alles klar. Alles notiert und aufgeschrieben. So, da oben ist. Man hört den Stift im Hintergrund kratzen. Ja. Nee, das war seine Stimme. Das kommt im Alter. Ja. Oh. Bin ja stolz drauf. Mö. Bleib stehen, du Mu. Gut, ihr Lieben, dann endet diese Folge auch schon wieder. Ändert man die Folge? Oh, hier liegt ein Apfel. Ich brauch Wolle. Ess ihn. Nein, das mache ich nicht. Doch. Ich will, dass die Frau glücklich ist. Die sind voll lecker. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen... Gut. Ich brauch Wolle. Ich richte ein Spendenkonto ein. Wollen wir das Ende mal einläuten, oder? Wie bitte? Könnte man. Ja, wollen wir? So mal so ein bisschen? Könnte man. Verfolgst du mich? Nee, ich bewundere nur gerade, wie du da am Leuchten und Glühen bist. Ja, meine Rüstung ist verzaubert. Ich kann's mir leisten. Schaut mich an. Ah. Seht mich an.
Oho, schau mich an. Meine Rüstung ist verzaubert und ich leuchte lila. Seht ihr, der Tag geht auch zu Ende. Ich muss weg. Ich muss in ein anderes Spiel. Ich freue mich schon auf die nächste Runde mit euch, Minecraft. Es war mal wieder wundervoll. So, und wir erlösen ihn jetzt mal, damit er jetzt nicht zum 10.000. Mal Abspann reden muss. Also, ihr Lieben, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare. Ich brauche eine neue Schaufel und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Abonnieren hast du vergessen. Genau. Da brauche ich nicht nach betteln. Ach so, so läuft das halt. Oh, Alter. Wir machen lieber Schluss. Bis dann und tschüss. Tschüss.